Und dann sehe ich gleich um die Ecke ein Relikt aus alten Zeiten und lande direkt im Reich von Handwerksmeister Michael Klus. Schuhreparatur, versuche ich es da noch mal. Guten Tag. Klus, mein Name. Dürfen wir kurz stören? Ja, natürlich dürfen wir gerne stören. Seit wann sind Sie hier schon? Seit 1978. Und ich hatte mich damals, musste ich mich entscheiden, was ich mache. Ich hatte eigentlich einen Traum, was aber mit Tieren. Was wollten Sie denn genau machen mit Tieren? Tierpfleger, einfach Tierpfleger. In Bremerhaven? Ja, zum Beispiel. Bei den Eisbären? Ja, irgend sowas. Und was heißt jetzt, Sie hatten die Voraussetzung nicht? Die schulische. Ich hatte nur Hauptschulabschluss und das hatte damals nicht gereicht. Also Sie waren damals noch nicht so fleißig wie heute? Nee, aber vielleicht sollte es auch so sein. Also ich bin ja nicht unzufrieden jetzt, so wie es jetzt läuft. An die 12.000 Schuhe von Stammkunden werden hier jedes Jahr repariert und bezahlt. Ein Kosmos unterschiedlicher Modelle. Was ist denn Ihr Lieblingsschuh, wenn Sie den mal rauspicken? Ja, die moderne. Und der Schuh gefällt Ihnen am besten, weil der so ein bisschen, ja, so ein bisschen schick hat. Ja. Flippig ist. Ja, genau. Nicht immer nur schwarz und braun. Und könnten Sie so einen Schuh auch selber bauen oder herstellen? Ich hab's ja gelernt. Bis heute ist die Begeisterung groß für diese Meisterwerke aus feinstem Leder. Wenn dann nachher der Leistungsdecker oder Bänder rausgezogen wird und der zieht die Schuhe an, das ist wie ein paar Socken. Das merkt er gar nicht, dass er die Schuhe anhat. Weil das genau nach seinem Fuß ist. Ein Kunstwerk. Ja. Und die Kunden lieben den Laden, weil hier alles so schön nostalgisch ist und weil der Chef sein Handwerk noch von der Pike auf gelernt hat. So. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Wir sind der einzige Betrieb in Bremen, der noch einen Festangestellten hat. Dürfen wir uns dann mal die Werkstatt anschauen? Also bei der Bar würde man sagen, man muss einen ausgeben, oder? Wenn man hinter den Tresen kommt. Hinter diesem Tresen nicht. Hier arbeitet Geselle Heino Willer. Alte Absätze runter, neue drauf. Für den 47-jährigen Alltag. Früher war er auf Deutschlands Autobahnen unterwegs. Sie sind ja Quereinsteiger. Ja, ich bin vorher LKW gefahren. Und was ist jetzt schöner? Dies hier. Und warum haben Sie das aufgehört, LKW fahren unterwegs? Wegen meinem Rücken. Ich konnte es meinem Rücken nicht mehr aushalten. Das war zu anstrengend. Und schon geht es weiter an der Schleifmaschine. Heiko raut die Sohlen auf, damit der Kleber besser hält. Das will ich jetzt auch mal probieren und merke, macht ganz schön viel Spaß, die Maschine für sich arbeiten zu lassen. Papier, ne? Ja, ist gefährlich. Heino kennt die Tücken der Schleifmaschine aus eigener Erfahrung. Anfangs alles nicht so einfach. Der Schuh rutscht einem weg, den greift man zu. Wehwehchen haben wir immer ab und zu mal, ne? Das kommt mit der Zeit. Das ist alles scharf, ist ja auch, fühlen Sie auch wieder, sehen Sie wieder. Das ist ja richtig scharf, ne? In dieser traditionellen Werkstatt haben früher 8 Leute gearbeitet und wussten nicht, wohin mit der Arbeit. Heute sind sie nur noch zu zweit. Der Geselle und sein Meister. Seit 37 Jahren ist er nun schon dabei. Und Sie machen das ohne Fingerhut? Jo, das ist ja eine gut dicke, feste Nadel. Da geht das. Und dann geht man in die vorgepieksten Löcher, die schon da sind. Dann zieht man einfach den neuen Faden rein. Muss man schon ein bisschen Geduld haben. Ja, geht, und vor allem Kraft. Manchmal ist das so schwierig, dass man sich ein bisschen Hilfe nehmen muss. Sie sind nicht für so eine Wegwerfgesellschaft. Ich kaufe mir jetzt mal für 20 Euro ein neues Paar und dann werfe ich das weg. Dann könnten wir ja gar nicht leben. Betagte Lieblinge wie diese alte Ledertasche rettet Michael Klus mit einer einzigen Niete. So, und die Tasche ist wieder funktionsfähig. Ganz einfach. Toll. Das sind so Kleinigkeiten, was die Kunden auch schätzen. Aber es wird leider so sein, dass dieses Handwerk wird nach meiner Zeit und nach der Zeit von Herrn Biller schlecht. Dann gibt es nur noch diese Mr. Minute-Läden in den Kaufhäusern. Das Handwerk des Schuhmachers ist eine der ältesten Zünfte. In diesem Betrieb wird die Tradition hochgehalten. Hier schätzen sie die Maschinen aus den 60er Jahren und das Arbeiten mit unterschiedlichen Lederarten. Aber wie soll es weitergehen, wenn sie mal in Rente sind? Ihr Sohn wollte der nicht Schuster werden? Um Gottes Willen. Der ist Informatiker bei einer großen Firma am Flughafen. Aber kein Handwerk? Nein. Kein Handwerk.
Der Bremer bleibt mit seinen 52 Jahren bei seinen Leisten, auch wenn er heute nur noch Reparaturarbeiten macht. Das heißt, hunderte neuer Sohlen und Absätze im Jahr. Und wie sieht es denn bei meinen eigenen Stiefeln aus? Ja, müssen wir mal gucken. Müssen Sie mal einen ausziehen, dann gucken wir mal. Ja, da kann was Neues drauf, das können wir schon machen. Blitzschnell geht das. Experten eben. Sind super geworden, die Stiefel. Und was kriegen Sie jetzt dafür? Das machen wir vorne. Alles klar. Das war ein toller Einblick. Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. In den Beruf, der ausstirbt. Viel Glück. Genau. Ja, danke schön. Und schon bin ich, wie es so schön heißt, auf Schusters Rappen unterwegs. Mit Absätzen, die sich sehen lassen können.